Bushido kauft über seine alte Wohnung. Wir werden jetzt in die ehemalige Wohnung von Flair reinlaufen. Deutscher Inkasso-Dienst-Dicker, guck mal hier. Ey Flair, tut mir leid, ich schwöre dir, ne? Ich will dich jetzt nicht runtermachen oder so. Aber du bist wichtiger als Bushido. Clanarzt stellte Abu Chakas falsche Atteste aus. Bettlägerig und nicht verhandlungsfähig. Mohammed Abu Chaka links und Yasser Abu Chaka am Mittwoch im Gericht. Und der Anwalt sagt, wir haben noch nie gehört, dass ein Anwalt, dass eine SEK wegen einer Test nach Hause kommt. Also ist meine Unschuld schon bewiesen. Aber die machen das trotzdem. Junge, ich habe eine Frage. Ja. Ich muss mal sagen, ich komme von Bergen. Ja. Aber erklär mir, was ist das? Ach so. Komm. So, da sehen wir uns wieder. Ladies and Gentlemen, habe ich bis Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse doch eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, ich hoffe, jeder wie üblich hat sein Essen auf dem Tisch, denn ich sage direkt Let's go on a Wonder, ohne hier viel zu labern, okay? Gestern war auf jeden Fall ein Flop-Tag. Ich bin nach Frankfurt, um ein Street-Video zu drehen. Natürlich habe ich es nicht, ich kündige nie an. Ich weiß, es ist Wochenende, ich gehe in die Stadt, um was abzuliefern. Aber es war tote Hose, Digga. Ja, nee, ich bin nach Frankfurt in die Stadt umsonst und bin wieder zurück. Aber so Tage gibt es auch. Hauptsache, man bleibt dran und man macht weiter. Hauptsache, wir haben unser Kino hier, okay? Also, lasst es euch schmecken. Wir fangen erstmal damit an, wenn ihr schon am Essen seid, der ein oder andere. Kürt Ibo isst Meeresfrüchte beim Chinesen und bitte guckt mal, was er der Frau sagt. Erstens nennt er die Frau Bruder und zweitens, hört einfach mal selbst hin. Gar nichts sagen. Guck mal, dieses ganze Tier hat nur, guck mal das. Okay. Da kann man gar nicht essen, ja. Waren die anderen auch, ne? Okay, diese Krabben sind gut, weißt du? Aber diese anderen Krabben sind Müll. Hallo, sag mal. Beschwitter. Ohne, können wir haben? Ohne bitte? Junge, ich habe eine Frage. Ja. Guck mal. Ich muss mal sagen, ich komme von Bergen. Ja. Aber erklär mir, was ist das? Ach so. Komm. Es ist eine Frau, er sagt, Junge, ich habe eine Frage. Ich komme von Bergen. Ich frage mich, was die Frau in dem Moment denkt. Keine Fleischsauce. Das ist, Na, das ist erstmal in der Mitte drin. Ja? Mal gucken. Machen Sie mal, zeigen Sie mal, wie geht das? Warte. Ich finde guck mal, ich war gestern noch Buffet essen. Wenn man Buffet essen geht, kann ich es nicht verstehen, wenn direkt am Anfang Nudeln und Reis gefressen werden. Da bist du direkt satt. Man muss so diese Kleinigkeiten, so Garnelen, Schrimps, Lachs, alles, was so dich nicht sofort sättigt, das muss man essen. Naja, wir machen weiter. So viel dazu. Wir haben erstmal lustig angefangen und gehen so Stück für Stück immer weiter. Bushido postet, ich weiß nicht, ob es ein bisschen provokant rüberkommt, aber gegenüber Pietro, aber schon so ein bisschen. Er kündigt jetzt an, dass er sich freut, dass er als Jury bei DSDS sitzen wird. Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido. Ich bin so unglaublich aufgeregt. Noch bin ich in Dubai, aber nicht mehr lange, denn gleich geht's zum Friseur. Und dann ist es soweit. Am Samstag das große DSDS-Finale live und in Farbe mit mir. Ich bin auch mit dabei und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch. Schaltet ein oder seid live mit dabei. Am Samstag DSDS, das große Finale bei RTL. Wir sehen uns. Ich glaube, das wird jeder von uns gucken. So die ersten Folgen, wenn Bushido da sitzt. Ich meine, mich interessiert es auch, wie er so drauf sein wird. Vielleicht ist er ja der neue Dieter Bohlen. Ich meine, unsympathisch ist er ja, ja, das kennt man ja. Aber umso schade finde ich es für Pietro Lombardi, weil das wirklich ein Herzensmensch ist, meiner Meinung nach. So wie ich das Ganze jetzt beurteilen kann, was ich alles so von ihm gesehen habe. Ich finde es sehr schade, ja, vor allem wenn die eigene Frau sagt, es gab nie häusliche Gewalt, aber man es jetzt es wirklich so abgesehen hat, ihn rauszuwerfen. Pietro Lombardis letzte Worte zu seinem Rauswurf von DSDS. Was geht ab, Team Lombardi? Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut. Ihr könnt euch vorstellen, mein Postfach ist voll. Alle fragen mich, Pietro, was mit DSDS? Es wird so viel geschrieben, Bushido, Pietro, Bushido, Pietro. Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger ist als Pietro und viel wichtiger als Bushido? Danke zu sagen. Danke für eine tolle Reise, DSDS. DSDS war für mich Familie. DSDS war nie für mich ein Job, ehrlicherweise. Ich habe das mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal und deswegen ist es meine Pflicht und das mache ich auch aus dem Herzen, Danke zu sagen. Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter, denn ich war stolz, ein Teil
davon gewesen zu sein. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, so wie negative, auch positive Sachen. Und was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist einfach die Art und Weise, wie man in dem Moment dann mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht, aber auch das nehme ich meiner Familie niemals übel. Deswegen ist es alles in Ordnung. Eine Sache wichtig. Viele fragen, Pietro, bist du beim DSDS-Finale wirklich nicht dabei? Natürlich bin ich dabei, 100%. Ich werde jede Sekunde noch genießen, denn ich lasse meine vier Finalisten niemals im Stich. Ich war selber Kandidat und ich weiß, wie toll es ist, da im Finale zu stehen. Und deswegen werde ich ihnen alles noch mit auf den Weg geben, was ich in den Jahren gelernt habe. Und was mir noch wichtig ist, an diesem Tag ist Pietro Lombardi scheißegal und Bushido ist genauso scheißegal, denn der Fokus ist bei den Kandidaten. Wir sollten die Aufmerksamkeit nicht auf uns ziehen. Diese Kandidaten haben sich den Arsch aufgerissen, monatelang, für diesen Tag. Also lasst uns bitte die vier feiern. Denn einer von denen wird Sieger und das ganze Leben kann sich verändern. Ich war selber Kandidat. Deswegen, das ist das Wichtige. Und deswegen werde ich 100% da sein und jeden Einzelnen supporten. Auch danke an alle anderen Kandidaten, die in dieser Staffel waren und auch in allen anderen. Durch euch ist das Format das, was es ist. Vielen, vielen Dank. Eine Sache noch nebenbei. Ich bin traurig, dass auch Melvin und Tamara nicht in der Live-Show sind, weil die waren unglaublich. Aber die vier Finalisten sind auch toll, wirklich. Und eine Sache zum Schluss. Und das sage ich ganz entspannt. Merkt euch genau diesen Satz. Ich bin als kleiner Karlsruher Junge zu DSDS gekommen und als dreifacher Papa von drei wundervollen Jungs verlasse ich DSDS als Karlsruher Junge. Bis am Samstag, schaltet ein, wenn ich das letzte Mal die Bühne betrete. Ich liebe euch. Danke für den Support. Ihr seid die Eins und ihr kennt mich. Das ist kein Ende. Wir haben viele Pläne. Und das nicht erst seit gestern. Ich habe Großes vor mit euch. Also die ganzen Musiker da draußen können sich freuen. Das ist noch lange kein Ende. Ich liebe euch. Ich sag mal, besser hätte man nicht reden können. Schöne Abschiedsworte für DSDS. Ich bin mir sicher, dass er safe andere Gefühle und andere Gedanken hat oder andere Worte, die er natürlich nicht ausgesprochen hat. Also, wenn wir schon bei diesem Thema sind, Bushido, kauft Flair seine neue Wohnung und zeigt seine Inkassobriefe. Also Bushido geht in Flairs alte Wohnung und nimmt ihn komplett hops und exposed ihn. Und das schauen wir uns, meine Ladies und Gentlemen, mal an. Das habe ich mir auch noch nicht reingezogen, ich habe es gesehen, aber habe es mir hier für die Reaction aufgehoben. Bushido kauft Flair seine alte Wohnung. Wir werden jetzt in die ehemalige Wohnung von Flair reinlaufen. So Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido und... Bruder, was war das? Ich habe kurz gedacht, Sonja war da drin. Ich schwör's euch. Ich habe gedacht, Sonja war da drin. Heute auf einer ganz anderen Ebene. Wenn ihr euch wundert, was ist das hier für eine Location? Ja, wenn ihr euch mal umschaut. Wir wollen Flair nicht kleinreden, okay? Weltbekannte Adresse. Also es gibt, glaube ich, keinen auf diesem Planeten, der nicht schon von der Billy Wilder Promenade gehört hat. An dieser Adresse sind Leute wie Kollege Farid und auch Animus vorbeigekommen. Und wollten eigentlich ein bisschen was mit Flair klären. Hat nicht immer funktioniert und werden uns mal angucken, was der liebe Herr Losensky so alles dort fabriziert hat. So, hier sind wir. Meine Damen und Herren, das ist das gute Stück. Haben wir zwei Schlüssel, die jetzt diese Tür öffnen werden. Ich bin sehr gespannt. Bin aber eigentlich ein bisschen aufgeregt. Dann würde ich mal sagen, hereinspaziert. Nur mal ganz kurz hier, die Tür von innen. Also Bruder, was ist das für eine Tür? Ich habe kurz gedacht, ist das irgendeine Wohnung oder ist das ein Safe von der Sparkasse? Was ist denn das? Also jetzt mal ganz ehrlich, jemand, der diese Tür kaputt macht, kriegt diese Tür kaputt. Egal, ob diese zwei Dinger dazwischen sind. Also ich frage mich gerade, wenn Bushido diese Wohnung von Flair kauft, warum sind diese ganzen Sachen da drin? Also hat er, warum... Entweder hat er nicht damit gerechnet, also ich glaube niemals hat er damit gerechnet, dass Bushido sich diese Wohnung kauft von ihm. Aber Treffer würde ich sagen, ne? Boah, das ist hart. Wir kommen auch gleich zu Flair. Ich glaube, da hatte einer auf jeden Fall sehr viel Wert darauf gelegt, dass hier auch wirklich tatsächlich keiner reinkommt, ne?
Deutscher. Deutscher Inkasso-Dienst-Dicker, guck mal hier. Ey, Flair, tut mir leid, ich schwöre dir, ne? Ich will dich jetzt nicht runtermachen oder so. Aber du musst trotzdem mal gucken. Forderung: Telekom Deutschland GmbH von zurzeit Euro 1212,92 Euro. Guten Tag, Patrick Losenski. Leider verweigern Sie nach wie vor jede Zahlung. Wir werden mal hier die Nummer von den Leuten mal wegknicken. Denken, ich hätte mir das hier ausgedacht. Commerzbank, Inkassodienst, Commerzbank. Das Schuldenverzeichnis eingetragen. Und noch eine ganze Tüte voller Briefe. Alter, was ist das denn hier? Millionärsdenken. Mit einem L geschrieben. Was ist das? Die Millionärsdenke, Reichtum von innen. Eine Jacke. Boah, fürchterliche Schuhe, Alter. Ich kann schon verstehen, dass er die nicht mitgenommen hat. Ja. Schön. Boah, okay, meinst du, Cola steht hier schon so ein bisschen? Das ist schon so verdampft? Was ist denn der? Ja, Wodka ist auch noch am Start. Alter. Ich schwöre. Ihr müsst euch vorstellen, da hat ja dieser eine Immobilienmakler damals die Sonja aufgenommen und hat auch so ein schönes, ich will nicht Penthouse sagen, aber eine schöne Wohnung gehabt und da sah es genauso aus. Ihr könnt gerne mein Statement mal an die Leute, die Interesse haben, wo ich das gegen Dosenpfand gemacht habe, ja, gegen die Dose, da sah es ähnlich so aus, nur tausendmal schlimmer. Genauso auch die ganzen Hotels, wo wir waren, diese ganzen Zimmer, nachdem sie da drin waren und rauskamen, war es wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Also Hut ab an die Putzfrauen, die wirklich da reingekommen sind und einen Schock bekommen haben. Natürlich gab es auch immer ein, zwei Anzeigen, aber es ist schon ekelhaft, so zu leben. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, sauber zu sein, ja, überall Ordnung zu haben, dann fühlt man sich viel wohler und man schläft besser, man kann zu Hause schön essen, man ist glücklich zu Hause. Ich frage mich, wie diese Pisslik-Menschen, ja, Pisslik bedeutet dreckig, so leben können. Das ist so ekelhaft und deswegen heißt auch mein Statement, du undankbares Pisslik. Ja, das könnt ihr euch gerne abchecken. Eine Stunde Statement, Digga. Ist dein Joint im Aschenbecher? Mhm. So, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Jetzt wird es auch ein bisschen eklig wahrscheinlich. Leute, eine Toilette. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Oh, Kulturbeutel hat auch jemand das, Mensch. Dicker, guck mal. Guck mal, was da drin ist. Einfach Kamagra. Ach du Kacke, Alter. Diese Leute. Wir machen weiter mit Flair seine Stories. Er postet. Es gibt mehr von ihnen, als man denkt. Wir müssen sie nur finden. Menschen mit Rückgrat. Mutige Menschen, die trotz der geopolitischen Probleme auf der Welt Verantwortung übernehmen, die richtigen Entscheidungen treffen, Weitblick beweisen, für Zusammenhalt stehen, Vorbilder sind, Rückgrat zeigen. Aber ich habe natürlich auch die geopolitischen Probleme auf dieser Welt dazu genutzt, um auch wirklich Profit zu machen. Also ich bin sehr, sehr früh, habe ich in Rheinmetall investiert. Mhm. Da bin ich sehr hoch investiert. Es gibt einige Drohnenhersteller, so wie Aero Environment und sowas alles. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Geld rausgeholt, muss ich zu meiner Stelle sagen. Einfach kurz das Rückgrat in Dubai vergessen und aus Versehen sehr, sehr viel Geld aus Rüstungsbetrieben rausgeholt. Naja, das kann jedem mal passieren. Aber wenn man eines lernen kann vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, selbst wenn das Rückgrat mal kurz ausfällt, entschuldigen geht immer. Ich habe mich dazu entschlossen, in Zukunft von diesen Investitionen Abstand zu nehmen. Ey, kein Problem, willkommen zurück in der RTL Plus Familie, Bushido, ehrlich. Naja, die schießen auf jeden Fall gegeneinander. Aber ich finde es immer noch krass, was Bushido da abgezogen hat mit der Wohnung. Ohne Spaß. Kommen wir zu Yasser Abu Chaka. Clanarzt stellte Abu Chakas falsche Atteste aus. Bettlägerig und nicht verhandlungsfähig. Mohammed Abu Chaka links und Yasser Abu Chaka am Mittwoch im Gericht. Dort sitzen nun Mohammed Abu Chaka und Yasser Abu Chaka, Bruder vom Clan-Boss Arafat. Weil Yasser offenbar nicht vor Gericht stehen wollte und Mohammed ihm dabei geholfen haben soll. Die Vorwürfe lauten: Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse, Gebrauch davon, Urkundenfälschung. Abu Chaka reichte Krankenschreibung bei Gericht ein. Konkret:
Mohammed Abu Chaka soll am 29. November 2022 bei Arzt Peter S. gewesen sein. Yasser Abu Chaka soll das Attest bei Gericht eingereicht haben, um sich vor einer Verhandlung zu drücken. Berlin konnten sich Mitglieder des Abu Chakas einfach so Atteste von ihrem Hausarzt in Berlin-Neukölln ausstellen lassen. Um die Frage geht es vor dem Amtsgericht Tiergarten in der Hauptstadt. Yasser Abu Chaka haben sie im Auto erwischt, das nicht versichert war. Er ließ es auf einen Prozess ankommen, legte dann das Attest vor. Das Gericht schmetterte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl ab. Es ging in die nächste Runde vor dem Landgericht. Dort fielen der zuständigen Richter aber Unstimmigkeiten bei der Krankenschreibung auf. Clanarzt stellte auf Geheiß der Familie Atteste aus. Clanarzt. Sie rief den Arzt an, der spontan gesagt haben soll, war klar, dass das irgendwann passiert. Als seine Praxis dann durchsucht wurde, gab er freimütig Auskunft, dass er schon öfter auf Geheiß Atteste ausgestellt habe. Ohne Untersuchung. Er behandelte seit über 20 Jahren die ganze Familie. Und Bruder Mohammed habe keinen Respekt. Einfach der Arzt, der so gegen sie schießt, Digga. Das Krasseste ist, Bild ist auch so eine Sache, ne? Man darf nicht alles glauben, was die Bild so postet oder schreibt. Aber Fakt ist, es ist krass, wie viele Ausländer gibt es, die ihren Hausarzt anrufen und sagen, kannst du mir eine Krankmeldung machen, damit ich nicht arbeiten gehen muss. Die ganzen Kennex draußen, sobald sie ihre Ausbildungsstelle oder ihr Ausbildungsplatz absolviert haben, gibt es nur noch Krankmeldungen. Hauptsache Geld kassieren. Ey, Digga, macht etwas, was euch Spaß macht. Hören wir uns doch Yasser Abu Chaka an, denn er äußert sich und bleibt so über die ganzen Vorwürfe. Gemietet habe und dieses Auto war nicht versichert. Okay? Mhm. Jetzt haben die mich angehalten, habe ich gesagt, ey, das ist ein Mietauto. Ja, ist doch kein Problem, alles gut. Zwei Monate später, ich erzähle dir, das ist vor ungefähr anderthalb Jahren, oder ein Jahr, vor ein Jahr, kam ein Brief, zwei Monate Führerschein weg und 8000 Euro Strafe. Hä? Ja, was ist denn das los? Okay, dann kam ein Gerichtstermin. Dann ist ein Gerichtstermin, ich war krank. Okay? Ich war krank. Dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, Bruder, kannst du zum Arzt gehen, bitte? Kannst du mir eine Krankschreibung holen? Ich kann morgen nicht ins Gericht, weil ich bin krank. Alle, ja, kein Problem. Er geht zum Arzt, er holt die Krankschreibung. Er gibt es da ab, kommt neue Termin. Neue Termin, wir gehen dahin. Und was macht die Richterin? Die ruft an und fragt, sagt, ja, Yasser war nicht hier, sein Bruder war hier, ich habe ihm die Krankschreibung zugestellt. Nochmal, wenn du nicht gehen kannst, wenn du nicht zum Arzt gehen kannst, sei es du hast Corona oder du hast starke Durchfall oder du hast Magenschmerzen, dann sagst du zu deinem Bruder, jeder macht das, oder zu deinem Freund, hol mir mal bitte eine Krankschreibung, ich habe morgen Gericht. Masmut, oder? Masmut, ja. Ja. Auf einmal sagt sie, ja, okay, und wir wollen den Arzt anhören. Wir hören uns den Arzt an, wir machen neue Termin. Dann kommt der Arzt und wir wollen ihn befragen. Kein Problem. Jetzt, was machen die? Die gehen, 10 Polizisten gehen zu diesem Arzt, ja? Gehen zu diesem Arzt, und weil die gesagt haben, meine Krankschreibung ist gefälscht. Obwohl der Arzt der Richterin gesagt hat, ja, sein Bruder hat dieses Attest von hier abgeholt. Aber mit dem ersten Attest waren sie nicht einverstanden, musste zweiter Attest bettlägerig sein. Ich verstehe jetzt aber die Aussage nicht, weil die Aussage vom Arzt ist ja, es war ja klar, dass das irgendwann passiert. Normalerweise hat der Arzt sich selbst damit hops genommen, aber so ehrlich immer die Ärzte auch sind, die denken sich so, komm, bevor ich mich selbst richtig weiter in die Scheiße reinhaue, sage ich lieber die Wahrheit, ja. Vielleicht hat der Arzt sich einfach nur unterdrückt gefühlt von dem. Stehst du? Okay, hat mein Bruder zweiter Attest geholt, bettlägerisch, alles gut. Dann sind sie aber zum Arzt gestürmt und haben zu diesem Arzt gesagt, offiziell, hier, danke, haben zu diesem Arzt gesagt, ist das Ihre Unterschrift? Und er so, ja, aber eigentlich sieht komisch aus, bla bla bla, irgendwie sowas.
Die Polizisten nehmen Computer, gucken, aha, der Arzt hat diese zwei Atteste ausgestellt. Also ist die Fälschung ja weg. Was gut? Weil es ja am Computer ist. Also die Polizei hat den Beweis schon in der Hand. Weil der Arzt sagt, wenn die am Computer sind, sind die Krankschreibung perfekt. Okay, okay. Was machen die? Die sagen sich, okay, tamam, die sind nicht gefälscht. Die kommen einfach zwei Tage später mit der SEK zu mir nach Hause. Wegen einem Attest. Wir reden über einen Attest. Ja gut, ich meine, Yasser redet zwar über einen Attest. Er sagt ja, wir reden gerade über nur einen Attest. In Deutschland gilt das als Urkundenfälschung. Und dann ist es nicht nur ein Attest. Bro, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung. Wenn du gegen den Staat gehst, das sind alles Sachen, die viel brutaler bestraft werden, wie Sachen, die richtige Straftaten in unserer Welt sind. Und das wissen wir auch alle. Also, für ihn ist es halt nur ein Attest, aber für den Staat nicht. Wisst ihr, was ich dir gerade erkläre? Die kommen mit der SEK, machen hier das kaputt, dies kaputt. Und gestern war Gericht. Dann sagt mein Anwalt. Wallah, das erinnert mich 1:1 an die eine Sache. Da haben sie einen Typen hier bei uns auseinandergenommen. Und dann hat er gesagt, Bruder, wegen 10 Gramm Nase, sie haben mich zusammengeschlagen, sie haben mich mitgenommen. 10 Gramm, Bruder. 10 Gramm Nase. Es gibt schon kranke Leute. Die haben so einen Beamten befragt und der Beamte sagt, ja, die Attesten, die Krankschreibungen waren im Computer. Und dann sagt mein Anwalt, ja, dann ist es doch bewiesen. Ich dachte, ja, Und dann haben sie ja mein Handy genommen und auf mein Handy war 3 Wochen vorher habe ich eine Überweisung Magen-Darm-Spiegelung. Ja. Die sehen, alles ist perfekt. Dann sagt mein Anwalt, ja, das ist doch... Aber sie waren doch beim Arzt, sie hatten den Beweis. Warum kommt ihr eigentlich wegen einem Attest mit der SEK zu Herrn Abu Shaka nach Hause? Und was wollen sie eigentlich mit den Hunden, mit denen ihr? Wollt ihr die Atteste mit den Hunden finden? Oder ist das nur eine... Allein wegen unserer Sicherheit. Was für eine Sicherheit? Ihr kommt wegen einem Attest. Okay, sie sind mit Hunden gekommen. Vielleicht war, die haben sich wahrscheinlich gedacht, komm, wenn wir schon wegen einem Attest, wenn wir schon da rein dürfen, dann nehmen wir sicherheitshalber die Hunde mit, falls die Hunde was anderes finden. So haben sie sich gedacht, safe. Und der Anwalt sagt, sie haben noch nie gehört, dass ein Anwalt, dass eine SEK wegen einem Attest nach Hause kommt. Also ist meine Unschuld schon bewiesen, aber die machen das trotzdem. Verstehst du? Was? Leute, mal 3, die Wins! Ja, verstehe ich, ja. Ja, und dann, was machen die? Die legen uns in der Zeitung und das Schöne ist, die schreiben da, was die wollen. Und es gibt, also wenn man die Presse heutzutage noch glaubt, Wallahi al-Azim, yani, es tut mir leid, wer der Presse glaubt, Wallahi, ihr seid so selber schuld. So selber schuld. Wer heutzutage nur ein Wort der Presse glaubt, ist verloren in dieser Dunya. Wallahi verloren. Ja, Rock, Wallah, sehr viel Unrecht. Aber Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ey, war viel Presse da? Ja, war voll. Aber übertreiben die so, Bruder, wegen einer Attest, ja, nee. Guck, er ist auch so einer, der fragt, warum übertreiben die wegen einem Attest, ja? Ihr habt nicht hier eure eigenen Regeln. Wir sind hier in Deutschland. Hier gibt's Gesetze. Ja, das ist doch... Bruder, die wollen doch mit Ach und Krach, wirklich mit Ach und Krach, uns in der Öffentlichkeit irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Aber es gibt wirklich, Wallah al-Azim, Haram, ich habe mit diesen Menschen Mitleid. Es gibt noch Menschen, die glauben der Presse noch. Wallahi, die tun mir leid. Also ich sag mal so, ne, mit Ach und Krach wollen die uns in der Öffentlichkeit schlecht dastehen lassen. Mag sein, aber wenn du der Öffentlichkeit was anbietest,
dich schlecht dastehen zu lassen, dann nutzen sie das auch aus. Das hat ja alles damit angefangen, als dieser ganze Aufruf mit Barello war. Da war Yasser drin. Ich weiß nicht, wer noch alles drin war. Barello, Yasser. An die zwei erinnere ich mich. Was war das denn für ein Aufruf? Das ist bis in die Medien gegangen. Und das hat dafür gesorgt, dass Barellos ganze Existenz kaputt gegangen ist. Nur dieser eine Moment. Was war das für ein Aufruf? Was hat das für Wirbel gesorgt? Die haben dafür gesorgt, also die, die live waren, haben den so Butter auf dem Brot geschmiert. Das, was er gerade erwähnt. Die lieben es, uns in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Und seitdem haben sie ein Auge auf die. Egal wann die live sind. Die Presse, egal die Medien, bekommen alle Lives von denen zugeschickt. Es muss nur was Kleines passieren. Das jetzt gerade, auf was wir reagieren. Ist schon überall in den Medien. Ehrlich, ja? Wallah, alles, was auf dieser Welt passiert, glaubst du noch irgendwas, was im Bild oder BZ oder irgendwas oder Axel Springer, glaubst du noch ein Wort? Bisharafa, glaubst du noch ein Wort? Ibo, wo bist du? Bist du live? Leute, tipp doch mal auf mein Gesicht, mach doch mal die 50.000 Likes voll. Lena, schlimmste überhaupt ist die Presse. Was machen wir mit den 50.000 Likes voll? Dudi hat nicht mal zugehört. Und das Wichtigste zwischen dem Ganzen ist natürlich alles mal 3 und mal 5. Naja, ansonsten, Habibis, küsse ich eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.